Emden ist die größte Stadt Ostfrieslands. Die Stadt ist um das Jahr 800 als ein friesischer Handelsort entstanden. Bis heute ist Emden wesentlich durch den Seehafen geprägt. In Emden befindet sich am Delft, am Anfang der Fußgängerzone, Dat Ottohus. Dat Ottohus ist halb Museum, halb Shop und auch Ferienwohnung. Auf zwei Etagen findet der Besucher hier Fotos und Erinnerungen aus Ottos Leben. Im Kinosaal werden Otto-Filme gezeigt. Eröffnet wurde Dat Ottohus im Jahr 1987. Bekannt ist Emden auch als Geburtsort der Komiker Otto Waalkes und Karl Dall. Beide Komiker wurden durch die Ostfriesenwitze, Filme und auch durch die Musik bekannt. Erwähnen möchte ich auch den Pilsumer Leuchtturm. Hier wurde die Komödie Otto, der Außerfriesische, gedreht. Der Turm befindet sich in der Nähe von Greetsiel in Pilsum. Das Ostfriesische Landesmuseum Emden ist das Kunst-, Kultur- und Landesgeschichtliche Museum Ostfrieslands. Es zeigt eine Dauerausstellung zur Kunst und zur Geschichte. In Emden befindet sich der Seehafen an der Mündung der Ems in die Nordsee. Es ist der westlichste Seehafen Deutschlands. Der alte Binnenhafen in der Stadtmitte Emdens ist ein ganz besonderes Erlebnis. Im Ratsdelft liegen verschiedene Museumsschiffe, wie beispielsweise der Seenotrettungskreuzer Georg Breusing und das Museumsfeuerschiff Deutsche Bucht. Einige der Schiffe können besichtigt werden. Außerdem gibt es Hafen- und Grachtenfahrten. Emden wird übrigens auch das Venedig des Nordens genannt. Das Hafentor am Ratsdelft wurde bereits im Jahr 1635 erbaut.